So, hey Leute und willkommen zu Legend of Spyro. Ja, wir sind anscheinend am Endboss angekommen. Das sagt irgendwie das Portal. Ich kann mir jetzt nicht anders vorstellen, warum das auf jeden Fall so ein extravagantes Portal Endboss ist. Ja, wir fangen erstmal an und werden dann sehen, was kommt. Darf ich bitten? Mama Aktion, hau mal gegen. Das scheint eben immun. Als du eben Dings gemacht hattest, hier Erde, ja. Stand da immun. Ich weiß. Machen wir nochmal Erde. Gut. Hast du dich erledigt? Nichts mit Endboss. Sah aus wie ein Portal. Ich glaube, jetzt ist der Endboss. Hör nicht auf ihn, Spyro. Hör nicht auf das, was er sagt. Diese Entschlossenheit hier, wir scheinen doch einiges mehr gemeint zu haben, als du mit mir sagst. Nein, ich bin nicht wie du. Man hat dir bestimmt gesagt, dass ich der Erste unter war. Ich dachte, du hättest einen Ding gemacht. Weiter. Ah! Hä? Irgendwas habe ich ihm getroffen. Das ist er. Was hat der denn da? Der muss doch kaputt gemacht werden. Ich speichere noch mal vorher ab, dass die Sequenz weg ist. Immun. Ah, da ging nicht. Wenn er deine Dings macht, ist er immun. Dann muss er jetzt Normalangriffe, glaube ich, machen. Wenn er das mit seinen Flügeln macht. Das ging alle Nein. Ist er nicht. Ach, Peter. Ja, der macht es richtig. Da. Erst wenn er... So. Hau ruhig gehen. Als ob uns das stören würde. Da, das Ding hat schon Riss. Da, er ist nur immun. Ja, ich hab's so kapiert. Dann ist das irgendwie so eine komische Verteidigung. Der zeigt jetzt auch immun an. Ja. Los, geh kaputt. Halt einfach drauf, wenn er auch sein Flügel macht. Irgendwann ist er macht dabei. Jetzt geht er wieder hoch.
Jetzt nach links. Nach rechts, Entschuldigung. Boah, ohne den Fehler wären wir, glaube ich, jetzt schon längst tot. Es fängt schon alles an, langsam einzustürzen. Mhm. War das scheiß Ding, was wir da jetzt kaputt machen, langsam? Ich glaube, der hält so lange, bis er aufhört, oder? Jetzt geh nach rechts, der setzt sich jetzt wieder hoch. So. Boah, ohne diesen Fehler wären wir schon längst hinüber. Hm? Spyro ist von alleine. Naja, deswegen ist er weggerannt. Ich hab mich schon erwischt. So ein Knalli, er lebt da selber auf die Wetter, wie die er zerstören. Willkommen beim Weltuntergang. Das gibt's doch nicht, das muss jetzt mit. Ja, jetzt müssen wir ihn richtig platt machen. Ich schätze mal, der Kristall da, wa? Und ich muss ausweichen. Obwohl, durch den Fehler brauche ich ja nicht viel ausweichen, ne? Nö. Nee. Au, au. Was ist denn das? Au, au, au. Na los. Au, 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 au. Bam 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 bam. Du musst die Dinger, wenn die ankommen, zerschlagen, glaube ich. Oh noch. Sobald die auflöst, dann kann man die zerschlagen. Hm. Au, au, au. Die löscht aber nur auf, wenn der nicht runtergeht. Ja, wenn er kurz bevor die einsetzt, dann löschen die auf. Vielleicht kann sich der Fehler damit, dass wir. Machen wir so. Ui! Der ist gleich weg. Ja, der ist gleich hinüber. Vielleicht kann sein, deshalb der Fehler. Hier, dass sowohl die Dings. Damit man nicht mehr krachen geht oder wie? Nein. Wir machen immer Safe, Potion, LAN und so. Vielleicht hat sich der dadurch eine schlichen. So, das war's erstmal für ihn. Der kugelt erstmal weg. Noch nicht. Jetzt so. Oh nein, wir kommen zu spät. Das ist es dann also. Erwählt, die vielen Triumphe und Niederlagen dieses Zeitalters auf.
Jetzt übertrage ich diese Ehre dir, Ignitus. Und was ist mit Spyro? Ist er? Das ist die große Frage, nicht wahr? Siehst du, immer wenn ein Drache stirbt, wird eine neue Seite in seinem Buch beschrieben. Ich habe mein Bestes getan, aber ich finde keine Spur von Spyro. Tja, junger Drache, wo magst du wohl sein? Na, wo bist du, Spyro? Sag schon. Im Jenseits. Hauptmenü. Was das jetzt so? Neues Spiel, Spiel, LAN-Optionen. Ja. Jetzt müssen wir es nochmal machen. So, ja, das Let's Play ist jetzt am Ende. Ich hoffe, euch hat es gefallen. War sehr kurz, muss ich sagen. Und darauf den Fehler, den wir hatten, war der Endboss nicht besonders schwer. Ja, und wir sehen uns dann beim anderen Let's Play. Und ja, einfach mal fett reinhauen und das hat tschüss. So schön Bock gemacht und jetzt ist vorbei. Naja, ist nun hat ein DS nun mal an sich. Naja. Viel zu kurz. Gibt's davon noch einen zweiten Teil? Es gibt noch einen anderen Teil, der ist sogar komplett in 3D. Gibt es auch noch. Muss ich aber erst noch mal besorgen, also runterladen. Jo, wie gesagt, einfach mal fett reinhauen und bis zum nächsten Mal.